Na gut, dann wollen wir mal. Wir haben es Tag. Wir sind noch einigermaßen von denen weg. Und komischerweise sehen wir jetzt hier keinen roten Punkt. Aber ich will nichts riskieren. Oh, warum hast du doch noch Punkte? 2 Punkte hast du noch. Mehr Mana. Crit-Chance. Nö, komm. Einfach mehr Schaden. So. Jo. Also du willst jetzt diesen Schutzzauber sprechen. Den wir mal auf dem Hotkey legen sollten. Da. Brennende Entschlossenheit. Statt Nachtsicht. Also, klick. Ein Schritt vor. Klick. Ein Schritt vor. Klick. Was zur Hölle? Oh. Okay. Gespenst wirkt starrer. Ja, nee, so nicht. Mist, wir können nicht mehr vorrücken. Das ist ein kleiner gedanklicher Fehler, den ich hatte. Sobald Talana zaubert, kann die ganze Gruppe ja nicht mehr gehen. Und sie haben definitiv immer noch sehr viele Lebenspunkte, auch am Tag. Hast du irgendwas Neues für uns? Windschild. Erhöhte Ausweichwirkung. Ich denke nicht, dass das bei Zaubern gilt. Also schieß einfach mal. So, jetzt wirken beide starrer wahrscheinlich. Nein, sie kommen näher ran. Sehr schön. Gehen wir auch näher ran. So, dann wirkst du wieder das. Schießen, schießen, schießen. Kommt schon, meine Damen. Ihr wollt näher ranrücken. Ganz bestimmt. Oh. Ja gut. Du musst nächste Runde einen Mana-Trank trinken. Und du haust jetzt einfach drauf ein. Schon mal sehr gut zu wissen, dass sie überhaupt Nahkampfschaden bekommen können. Das hätte nämlich das nächste Problem sein können. Ja, du haust einfach. Ja, die wirken alle nur starre. Du, Mana-Trank. Diese Runde so noch geschützt. Nächste Runde kannst du neu zaubern. Sehr gut. Hauen, hauen, hauen. Du, Schutz. Das wird sehr lange dauern. Ich hoffe, wir haben genug Mana-Tränke. Also wir könnten das Ganze jetzt beschleunigen, indem wir das da zum Beispiel sprechen. Kostet aber mal eben die Hälfte von unserem jetzigen Mana. Und mehr als das hier. Aber es könnte sich langfristig auszahlen. Lesen wir mal ganz kurz durch. Schleudert einen Feuerball auf eine Gruppe von Feinden in einem Umkreis von 3 Metern und fügt ihnen 24 Schaden zu. Also gut, das ist eine Gruppe von Feinden. Das heißt, das hier ist eine Gruppe, weil sie auf einem Feld steht, und das hier ist eine Gruppe. Das ist kein richtiger Flächenzauber, sondern nur so ein lokaler Flächenzauber. Ja, nö, dann trinken einfach mal jetzt schon den anderen Trank. Einen haben wir gleich runter. Also eben. Zwei. Wow. Die können ja auch normal angreifen. Und richtig Schaden machen. Und nächste Runde soll sich auch alle debuffen. Immunität gegen Gedankenmanipulation, Gift und Qual. Jo, das ist okay. Jo, geschützt. Debuff. Jo. Hauen. Hauen. 2 Runden noch. Und da ist noch eine größere Gruppe von denen. Das ist echt nicht gut. So, du brauchst Schutz. Rest haut drauf.
du trinkst wieder Mana-Trank. Wow. Okay. So, erster Geist tot. Sind ja nur noch drei da. Und wir haben jetzt schon ein Drittel unserer Tränke verbraucht. Also mein taktisches Verständnis sagt mir, wir werden das nicht schaffen können. Also wenn wir jetzt so weitermachen, wenn wir jede zweite Runde das hier zaubern, immer mal körperlich draufhauen, dann werden wir das nicht schaffen können. Fliegen können wir allerdings auch nicht. Richtig. Weckt einen Gegner, er weckt ein Gruppenmitglied auf, bringt uns auch nichts. Plus 10 Macht, kostet zu viel Mana, nö. Nö. Das ist doof. Aber gut, versuchen wir es einfach. Wir machen jetzt den Zauber. Und hoffen einfach auf ein paar kritische Treffer. Wobei wir auch dran denken müssen, dass jetzt ja alle debufft sind. Das heißt, sie müssten eigentlich schneller sterben. Den ersten Geist hatten wir zur Hälfte runtergeprügelt, bevor das überhaupt... Neuer Trag. Bevor das überhaupt da war, das Ding. Du... Nee, komm. Keine Mana verschwinden. Einfach hauen, 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 hauen. Da das Ganze ja doch recht wiederholend ist, denke ich mal, mache ich jetzt einen kleinen Zeitraffer und ich melde mich erst wieder, wenn wir oder die tot sind. Weil ich mache nichts anderes, außer alle zwei Runden das hier und sonst nur 1-1-1 drücken. Also bis gleich. Das ist jetzt nicht so schön. Also, ja, der eine Geist ist gleich tot. Hat aber vorher Talana gehauen. Und zwar für 53 Lebenspunkte. Und wir müssen diese Runde das casten. Das heißt, ich kann mit ihr keinen Heiltrank trinken. Hoffen wir einfach mal, dass die darauffolgende Runde bei den Geistern keiner auf Talana haut. Sonst wäre Talana tot und damit die ganze Gruppe. Weil sie als Einzige das hier sprechen kann. Ja. Hauen. Hauen, hauen. Ansonsten sieht es aber sehr gut aus mit dem Mana. Habe ich wohl doch ein wenig verschätzt. Und sie ist sicher. Sehr schön. Du trink Trank. Das heißt, mit dem Mana dürfte es doch noch hinhauen, dass wir die hier tot kriegen und das hier durch den aufrechterhalten können. Aber ja, jetzt wieder ein kleiner Zeitraffer und ich melde mich wieder, wenn das hier vorbei ist. Also bis gleich. Da will ich wieder. Und das ist sehr kritisch. Also wir haben keine Mana-Tränke mehr. Und Ogrum wurde getwo-hittet, was ich nicht gedacht hätte. Also müssten wir mit den beiden jetzt genug Schaden machen, um das hier runterzuprügeln. Und haben dafür nur dreimal Zauberzeit, also 6 Runden. Aber das müsste eigentlich hinhauen. Trotzdem, ziemlich zäher Kampf, muss ich schon sagen. Bin jetzt seit 6-7 Minuten dabei. Immer nur das zu drücken und dann 1-1-1. Komm schon, komm schon, komm schon. Achso, du musst noch hauen, richtig? Ja. Erstmal du. Ja, sehr schön. Und er kriegt keine Erfahrungspunkte, weil er K.O. war. Ja, das ist okay. Hm. Ich denke nicht, dass ich mich mit denen da anlegen will. Das ist viel zu haarig. Jedenfalls wegen unserem momentanen Mana-Trankstand. Hätte ich nicht immer abgespeichert mit Let's Play 001, 002 und so weiter, hätten wir wahrscheinlich auch wesentlich mehr Mana-Tränke und dann wäre das auch machbar gewesen. Aber so denke ich mal, werden wir uns von den Geistern fernhalten müssen, bis der Patch da ist. Also der Patch, der dafür sorgt, dass die Händler wieder aufgestockt werden. Wobei es da noch kein wirkliches Release-Datum gibt. Das letzte, was ich gehört hatte, dass im Laufe der Woche
also Anfang des Monats jetzt, ein Post kommen soll, wann denn ein Datum freigegeben wird für den Patch. Also es hört sich echt so an, 2-3 Wochen noch. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen noch umgucken, ob wir irgendwo... Oh, hier sind Banditen. Ja, und schlafen müssen wir noch. So, und wir müssten wegen ihm in die Stadt zurück. Ja, nützt nichts. Okay, also wir müssen... Ja, dein Kopf tut weh, weil du tot bist. Also ohnmächtig. Genau, deswegen müssen wir in die Stadt zurück. Wir beleben ihn wieder, obwohl er eigentlich nur ohnmächtig ist. Und mit dem Schlafen eigentlich aufgeweckt werden müsste. Oh, warte mal. Warum kannst du den nicht benutzen? Kannst du? I? Bewusstsein. Bewirkt bei Benutzung einmalig den Zauber Bewusstsein. Weckt das anvisierte schlafende Gruppenmitglied auf. Achso, schlafend. Ja, Orgrum schläft nicht. Orgrum ist bewusstlos. Da ist ein dezenter Unterschied. Yeah. Also ja, das wird mit dem Patch auch noch behoben. Was das ganze Spiel doch wesentlich angenehmer machen dürfte. Dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit zurück ins Dorf laufen muss. Und ja, ich weiß, ich habe vorher gesagt, es muss immer Gründe geben, ins Dorf zu kommen. Aber das ist nicht unbedingt ein besonders guter. Zumal die Bewegung ja auch immer noch recht unangenehm ist, sagen wir es mal so. Und dieses schrittweise Vorwärtsgehen an sich finde ich vollkommen in Ordnung. Aber es muss halt auch wesentlich daran gearbeitet werden. Und das machen die Jungs und Mädels ja auch. Ist halt nur eine Early Access Version. Ich hoffe mal, später wird das wesentlich angenehmer und ähnlich fließend wie bei Legend of Grimrock. Wo man ja wirklich richtig gut damit arbeiten kann. In meinen Let's Plays dazu habe ich ja auch immer um die Gegner rumtänzeln können, von der Seite angreifen und so. Das macht dann richtig Spaß. Das ist hier noch nicht so wirklich der Fall. So, wiederherstellen. Jo. Raus. Und du musst jetzt schlafen. Ist okay. So. Dienste. Proviant. Einmal auffüllen, bitte. Und rasten einmal. Und Mist, ich habe es gerade wieder falsch rum gemacht, richtig? Richtig. Weil wenn wir in der Taverne schlafen, müssen wir ja dafür das Essen opfern. Was absolut keinen Sinn macht, denn normalerweise kriegt man in der Taverne was zu essen. Und das ist wahrscheinlich wirklich ein Bug, weil in allen Mighty Magic Teilen vorher war das nicht so. Wenn man da in einer Taverne geschlafen hat, hat man kein Essen verloren, sondern einfach nur alles regeneriert. So, raus. Plan für jetzt und eventuell nächste Folge. Wir gehen zurück dann, wo wir eben gerade waren, machen aber einen Bogen um die Banshees. Weil die können wir nicht schaffen, wenn wir jetzt nicht nochmal 6 bis 7 Mana-Tränke finden würden. Achso, und dein Schild müssen wir noch ersetzen. Nimm mal das da. Also wir brauchen 6 bis 7 Mana-Tränke, um 4 Banshees zu töten. Das war der Schnitt eben gerade. Das sind allerdings 6 Banshees. Wobei ich nicht weiß, wie viele davon aggroen. Also sage ich mal, wir brauchen mindestens 6. Um sicher zu gehen, bräuchten wir eher 9 oder 10. Die wir jetzt nicht haben können, also muss es erst nach dem Patch gemacht werden. Vor dem Patch allerdings können wir noch nach diesem Schwert des Kopfgeldjägers suchen. Und meine Hoffnungen liegen da hinten. Da waren zwar Banditen und keine Nager, aber das ganze Gebiet da hinten haben wir noch nicht aufgedeckt. Und da hinten auch nicht. Also kümmern wir uns erstmal um die Banditen hier. In Hoffnung, dass irgendeiner von denen vielleicht auch noch ein Dingens hat. Einen Mana-Trank. Aber das war ich zu bezweifeln. Die hatten eigentlich immer nur Lebenstränke. Aber ich will mal den Feuerball ausprobieren. Wusch. Sieht schon mal ganz schick aus. Ihr seid Elite. Beide. Wow. Oh. Ja, dann probieren wir den Feuerball auch gleich nochmal aus. Ja. Hallo. Ach ja. Ja, der Spruch ist echt schön. Braucht halt eine Menge Mana, aber wir haben jetzt 6 Rationen dabei. Das reicht eine Weile. Also, 1, 2 Folgen. Chip. Und du musst warten. Piu, piu, piu.
Au. Ist da hinten, könnte man einer sein. Dieser Torbogen da. Ist nur die Frage, ob das zu dem gehört, wo ich gerne hin möchte. Oder irgendetwas Zukünftiges. Aber erstmal Kiste plündern. Mana-Trank. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch 8, 9 Stück mehr davon. So, kommt mal alle auf ein Feld, damit ich euch schön bomben kann. Beides Elite-Räuber. Okay. Oh. Jotalan hat eh gerade keinen Mana mehr, das ist okay. Windschutz. Okay. Oh, no, no, no. Alle Prügel auf die Amtala. Nein, ich will jetzt nicht schon wieder ins Dorf zurück. Also mach was. Oder hab einfach Glück. Schon wieder. Mein Verdacht erhärtet sich, dass sie immer zielgenau auf diejenigen gehen, die schwächer sind. Wo lauft ihr gerade hin? Genau, schon besser. Dich zuerst. Und kaputt. Die bringen 2/3 von den Erfahrungspunkten der Banshee. Ich fand die Banshees richtig hart, aber na gut. Du, hau bitte Licht. So, dann gucken wir kurz, ob hier noch irgendwo was ist. Nö. Warum ist hier so ein... Achso, da waren wir auch schon. Okay. Also einmal am Rand lang und gucken, ob hier irgendwo noch ein Gegner ist. Und ob da hinten ein Eingang ist. Weil wenn nicht, haben wir erstmal nichts zu tun. Und ich werde bis zu dem Patch nicht mehr spielen. Weil es nicht mehr viel zu tun gibt. Das, was wir tun wollen, können wir nur mit dem Patch machen. Wobei mich das hier ein wenig irritiert. Mit den 10 Kreaturen im Bestiarium. Weil wir haben jetzt einen Eintrag bekommen für die Banshees. Das heißt, daran kann es nicht mehr liegen. Oh, und eine Kiste. Ein imperialer Speer. Oh, sieht schick aus. Was ist das da? Ha. Und du bist gar kein Gegner. Imperialer Wächter. Es gab einen Banditenangriff. Wir sind immer noch mit Aufräumen beschäftigt. Die Straße nach Sea Haven oder Seehafen ist einstweilen geschlossen. Also da geht es weiter, aber nicht in der Early Access Version. Oh, was habe ich gerade? Ich höre Schritte, also Banditen. Sehr gut. Wollte jetzt nicht aus Versehen die Banshees da... Das ist gar kein Banshee. Guckt euch mal das Ding da an. Dieses graue Etwas. Sieht irgendwie eher wie ein Gargoyle aus. Huh. So. Jetzt werde ich mal mit euch zusammen abspeichern. Das habe ich normalerweise auf Kamera gemacht. Ich will mich einfach nur kurz sicher gehen. Also nicht World, sondern LP3C hinten. So. Raus. Raus. Und jetzt will ich gucken, ob ich irgendwie hinter die Geister komme. Um zu sehen, ob da der eine Dungeon noch ist. Also das Einzige, was wir noch machen können vor dem Patch. Das da sieht vielversprechend aus. Hier ist
ein sehr verdächtiges Feld. Also da würde ich auf jeden Fall buddeln, so wie die Blumen angeordnet sind. Aber nee, hier ist kein Dungeon. Was schade ist. Gucken wir mal, ob auf der Seite irgendwas zu holen ist. Nee, hier geht's schon hoch zu den Geistern. Hinter der Hecke. Ja. Ja, nö. Der Gargoyle wäre noch interessant, aber da werden wir auf jeden Fall die Banshees aggroen. Das heißt, hier ist die Early Access Version für mich erstmal Schluss. Jedenfalls für die nächsten ein, zwei Wochen. Dann warte ich, bis der Patch kommt. Sobald der Patch da ist, gehen wir die ganzen neuen Sachen einmal durch. Also die Händler und was noch alles dabei ist. Und versuchen dann, die Banshees hier umzubringen. In der Zwischenzeit werde ich allerdings mit meinem Might and Magic 7 Let's Play schon mal anfangen. Da ich ja die nächsten ein, zwei Wochen jetzt hier nichts machen kann. Finde ich so am sinnvollsten. Also dann, vielleicht sehen wir uns ja da. Ansonsten bis die Tage. Bye, bye.